Ja, wie sieht es denn praktisch aus? Also ich versuche jetzt mal so durchzugehen. Ich denke, man kann eine Mengenkritik üben, aber ich habe mich jetzt auf die wesentlichen Sachen beschäftigt, weil ich hier auch nicht 5 Stunden reden will. Es gibt tatsächlich von sehr vielen verschiedenen Seiten Kritik. Aber ich habe es versucht zusammenzufassen und zu den wichtigsten Dingen Stellung zu nehmen und zu überlegen, wenn was falsch ist, wie könnte man es denn besser machen? Der erste und aus meiner Sicht wichtigste ist eigentlich der Anbieterbegriff. Und ich habe jetzt mal gegenübergestellt, was 2003 da steht und wie es jetzt dann neu geregelt werden sollte. Nämlich also bei den Angeboten hat sich insofern nicht viel geändert, sodass dass der Begriff der Telemedien nur noch mal konkretisiert wurde. Nämlich jetzt im neuen Vertrag sind eben Inhalte von Telemedien im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages gemeint. Das ist aber nur eine juristische Präzisierung im Wesentlichen. Wichtiger ist halt der eigentliche Anbieterbegriff. Wo früher lapidar von Rundfunkveranstaltern und Anbieter von Telemedien gesprochen wurde, ist es heute anders. Nämlich, man sagt nicht nur Rundfunkveranstalter, sondern auch Anbieter von Plattformen, und zwar im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages, oder natürliche oder juristische Personen, die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung bereithalten. Hier wären also auch ein deutlich größerer Prozentanteil der Leute, die Webseiten betreiben oder die eben Inhalte anbieten, betroffen. Und das meint eben nicht nur bereithalten, sondern auch den Zugang zur Nutzung vermitteln. Jetzt sagt die KJM, und ich habe hier mal zitiert, dass sie die Auffassung vertreten würde, dass eben administrative Ansprechpartner, Suchmaschinenbetreiber, Internetplattformbetreiber, Linksetzer und überhaupt Anbieter von fremden Inhalten nicht in einem rechtsfreien Raum existieren, sondern den Jugendschutz bei den von ihnen verantworteten Angeboten durchsetzen müssen. Hier sieht man natürlich, welche ideologische Modell dahinter steht, dass hier nochmal der rechtsfreie Raum bemüht wird, ist natürlich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und war natürlich auch nie. Also hier damit zu kommen, ist schon ziemlich gestrig. Vor allen Dingen betont aber die KJM in dem Satz danach, dass der Anbieterbegriff, so wie er jetzt ist, in der weiten Fassung eigentlich gar nicht neu sei, denn früher hätte ja bereits in der Begründung zum Staatsvertrag 2003 auch schon so drin gestanden. Praktisch muss man aber sagen, dass es eigentlich nie angewendet worden ist. Also dieser weite Anbieterbegriff hat sich schlicht nicht durchgesetzt, kann man sagen. Jetzt wird versucht aber zu sagen, auch im Lichte der öffentlichen Kritik, die KJM zu sagen, naja, eigentlich war das immer drin. Wir meinten das auch so, denn die sagen ja hier, auf die vertreten hat die Auffassung, dass die alle gemeint sind. Tja, damit ergibt sich natürlich auch tatsächlich die Verantwortlichkeit im juristischen Sinne und damit auch etwa bei Sperrverpflichtungen eben auch für Access Provider. Und zwar nicht nur für inländische, sondern auch für ausländische Inhalte. Das ist natürlich schon neu. Und man setzt quasi diese Access Provider, also die Zugangsanbieter mit den Inhaltsanbietern, die sogenannten Content Provider, gleich. Das ist also faktisch neu. Jetzt rudern da viele rum, wenn man sich mal die Stellungnahmen des Hans-Bredow-Instituts ansieht. Dann wird es da sehr viel relativiert, wobei natürlich das Hans-Bredow-Institut auch selber beteiligt war an der Stellung des Staatsvertrages. Aber faktisch ist das erstmal, was im Staatsvertrag drinsteht. Ich komme darauf nochmal zurück. Ich will was zu dem zweiten Punkt nochmal kommen. Das sind die in § 5 geregelten Sendezeiten. Und hier ist es eigentlich eine Regelung, die analog zum Fernsehen und Radio ist. Nämlich, dass man sich sagt, also entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte sollen in einem Zeitraum von 23 bis 6 Uhr verbreitet werden. Da hat natürlich sich, muss man schon sagen, Spott und Häme im Internet verbreitet über diese Regelung, weil natürlich, ja, ich nenne das immer Röhrenradio, denke, da kann natürlich niemand was mit anfangen, wenn man über das Netz redet. Das widerspricht sicherlich in vieler Hinsicht der Natur des Netzes, da Sendezeiten festzulegen. In einem begrenzten Rahmen ist das sicherlich möglich. Also wir sind etwa auf den Mediatheken. Wenn man mit einer deutschen IP auf die Mediathek zugreift oder aber auch mit einer ausländischen IP, dann hat man da eine Sendezeitenbegrenzung. Das heißt, jugendgefährdende Inhalte können tatsächlich nur nach deutscher Zeit von 23 bis 6 Uhr angeguckt werden. Das haben sicherlich auch die öffentlich-rechtlichen Mediatheken aus ihrer Tradition, ja, die sie ja auch seit Jahrzehnten kennen, die ja auch durchgeführt wird im deutschen Fernsehen, mitgenommen. Aber für das Netz kann man sich natürlich da überlegen, wie soll das eigentlich passieren, vor allen Dingen für ausländische Inhalte, für die man dann ja auch zuständig sein wird. Das ist eine schwierige Regelung. Aus meiner Sicht ist sie überhaupt nicht umsetzbar und auch, also geht völlig fehl. Aber gut, die Sendezeiten sind drin.
Und ein dritter sehr wichtiger Knackpunkt und auch, glaube ich, am meisten in der Kritik, werde ich auch gleich nochmal an einem Beispiel klar machen, sind die Alterskennzeichnungen. Von denen in Paragraph 5, von denen jetzt immer gesagt wird, naja, sie seien ja irgendwie unverbindlich. Und man ist ja nicht wirklich gezwungen, als Anbieter so eine Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, quasi, dass man dafür Sorge trägt, wenn man die verbreitet oder zugänglich macht, dass Jugendliche und Kinder in bestimmten Altersstufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen. Und da hat man sich auf 4 Altersstufen geeinigt, wobei es noch die Regelung gibt, also ab 0 Jahren, aber die habe ich hier mal nicht weiter betrachtet. So ist die Abstufung vorgesehen, also ähnlich wie wir es kennen bei Filmen in Videotheken. Es ist nicht etwa so, dass Alterskennzeichnungen irgendwie weltweit Usus sind oder so und dass man sie zwangsläufig aufs Netz übertragen müsste. Das ist nicht gottgegeben, dass das überall so ist. Das ist auch nicht überall so. In anderen Ländern gibt es zum Beispiel Länder, die das gar nicht haben, auch in unmittelbarer Nachbarschaft von uns, etwa Holland. Da gibt es so eine Regelung einfach nicht. Aber hier wird das Konzept, was sich als relativ erfolgreich, kann man sagen, durchgesetzt hat für Spiele und Videofilme und dergleichen und für Musik, übertragen aufs Netz. Was heißt das aber praktisch, diese Unverbindlichkeit? Verbinden sich damit die Prüf- und Löschpflichten dann eigentlich noch? Also ich habe jetzt mal zusammengenommen die Frage, welche Pflichten man jetzt eigentlich aus dem Vertrag hat. Kommt es doch zu einer Zwangsklassifizierung? Also das heißt, werden diese ganzen, neben der Ausweitung, also die mit dem Anbieterbegriff verbunden sind, auch ganz neue, gerade für Kommentare, Foren und so weiter, Prüf- und Löschpflichten damit einhergehen? Heißt das auch für private Anbieter, die jetzt keine professionellen Plattformen betreiben? Also das ist sehr offen. Aus meiner Sicht geht es aus dem Text hervor. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt, denn ist ja mittlerweile auch klar, wenn sich insbesondere die KJM in ihrer Stellungnahme, aber auch das Hans-Bredow-Institut dazu äußern, ist schon klar, dass es auf jeden Fall eine Rechtsunsicherheit gibt, die aus dem Vertrag hervorgeht. Genau. Vor allen Dingen ist auch nochmal die Frage, würde da zu einem Kennzeichnungschaos kommen, weil man natürlich wissen muss, dass private Anbieter, die sowas etwa als Forum oder auch im Blog anbieten, natürlich nicht unbedingt so wie die professionellen Anbieter viel Erfahrung haben, keine Jugendschutzbeauftragten. Also woher weiß ich eigentlich als normaler Betreiber eines privaten Blogs, ob jugendgefährdend hier im Sinne einer Alterskennzeichnung von 12 oder von 16 Jahren oder von 6 vorliegt, sind ja teilweise sehr schwierige Fragen. Und nicht umsonst wenden sich ja professionelle Anbieter nämlich genau an die Selbstregulierungsgremien, eben wie die USK oder FSK, um sich sowas einschätzen zu lassen. Ja? Wie man etwa, wenn man Spiele oder Filme dort einreicht, damit man eben einschätzen kann, ist das entwicklungsbeeinträchtigend und ab welchem Alter. Sollen das jetzt private Blogs und Forenbetreiber schaffen? Ja. Für mich ist eigentlich relativ klar, dass viele den Weg gehen werden, schon aus Angst gegen Jugendschutzgesetze zu verstoßen, dass sie einfach alle ab 18 kennzeichnen. Und wir sehen, dass es relativ viele betrifft. Wir haben nach aktuellen Schätzungen etwa 4,5 Millionen Blogger und Betreiber von Diskussionsforen und Internetplattformen. Also das ist schon ein signifikanter Anteil, der selber aktiv wird und eben nicht nur passiv konsumiert im Netz, sondern eben auch selber was anbietet. Und ich denke, da wird man wohl nicht erwarten können, dass dort ein ähnlich hohes Professionalisierungsniveau erreicht wird, wie etwa bei großen Plattformen, wo es eben Beauftragte gibt, die Mitglied der Selbstregulierungsorganisationen sind und so weiter.